glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe jetzt alle Schreine auf der Urwelt. Kann das sein? Die restlichen sind jetzt alle noch im Himmel? Zumindest wenn ich das mit den Lichtwurzeln abgleiche. Wie ist hier alles? Irgendwie. Überall gibt es einen Schrein zu der Lichtwurzel. Irgendwie. Zumindest auf der Oberfläche. Also wenn ich jetzt hier nichts übersehe, dann... Ich glaube, dann haben wir endlich mal alle Schreine der Oberfläche. Außer ich bin jetzt blind und sehe irgendeinen nicht. Wenn ich das jetzt mit den Lichtwurzeln vergleiche, dann ist oben drüber immer... Also das hier zählt nicht, weil das ist nur eine verlassene Zentralmine, da ist ja kein Schrein, da ist ja keine Lichtwurzel. Haben wir? Boah, aber wo bitte sind denn jetzt im Himmel noch? Da muss ich mir jetzt auch die Karte zu Hilfe holen, weil das bin ich ja sonst nie. So, Sky. Ach du meine Güte, wo haben wir denn jetzt hier überall? Ach, guck mal, alleine hier. Genau da, wo ich eigentlich gerade bin, oben drüber. Wenn man sich das mal anschaut. Genau hier oben drüber. Warte mal, müssen wir mal ganz kurz. So. Da. Dann hier. Da unten. Und gut, den haben wir. Den da hinten haben wir auch. Hier ist keiner. Boah, hier sind einfach mal drei Schreine. Wie komme ich da hin? Gibt es irgendwo einen Turm? Nee, gibt es ja nicht mal einen Turm. Da drüben gibt es einen Turm, aber ich glaube, das ist zu weit weg. Wenn ich den nehme, schauen wir mal. So, jetzt wird's interessant, Leute. Ich glaube, jetzt die restlichen Schreine sind jetzt alle noch im Himmel. Der Oberwelt, glaube ich, habe ich jetzt endlich alle. Glaube ich. Aber ich bin mir natürlich nicht 100% sicher. Aber wenn ich jetzt Lichtwurzeln und so vergleiche, dann muss es wohl so sein. Aber da drüben? Wie kommt man da hoch? Wir sind viel zu tief. Wie kommst du da denn hin, Mensch? Was soll ich mir denn bauen, um da hinzukommen? Das ist ja viel zu weit weg alles. Hä? Zur Hölle. Probieren wir es doch mal vom Turm. Also die Himmelsinsel hier ist viel zu niedrig. Da kommen wir nie hin. Also nicht mal, wenn ich mir was baue, geht sich das aus. Da müssen wir viel höher. Das geht nur mit einem Turm. So ein Turm schießt uns ja sehr hoch in die Luft. Aber wie soll denn das sonst funktionieren? So, ah, guck mal. Siehst du? Guck mal, wie hoch wir sind. Und jetzt mal einfach darüber. Jetzt einfach mal hier rüber mit unserem Kumpel. Genau, mit unserem gefiederten Kumpel. So. Wobei, das ist eigentlich schon wieder das da.
Müssen. Ja, wir müssen da drüben. Wie? Leute, wie? Wieso sollst du da denn hinkommen? Wir sind gerade mal auf dem Weg nach hier, aber wir müssen da drüben hin. Wie soll das denn gehen? Das ist alles viel weiter weg als gedacht. Das geht sich ja im Leben nicht aus. Also nicht mal, wenn wir... Naja, den einen könnten wir... Guck mal, wo ich bin und wo ich hin müsste. Also nee. Nee. Also jetzt wird's kompliziert. Leute, jetzt wird's kompliziert. Wie kommt man denn da hin? Soll man da denn bitte hinkommen? Die wollen mich doch verarschen. Guckt euch das an. Aber gut, das war da. Das könnte jetzt mit der Kugel hier. Halt. Komm schon. Ups. Oh, nee, das ist aber, glaube ich, auch. Liebe diese Wolken im Weg, danke fürs Sichtversperren. So. Oh, Arschwürfe von Nordgerudo. Wie sollst du da. Digga, das ist einfach so ein Todesstern hier. Guck dir das an, was da ist. Das ist ja krank. Wir müssen irgendwie... Wir müssen ja dahin. Okay, wir haben immer noch ein bisschen Schub. Ja, okay. Bis es nicht mehr geht. Okay. Let's go. Digga, was ist das hier? Kommen wir da überhaupt rein? Ist da irgendwo eine Öffnung? Das ist einfach so eine riesige steinerne Kugel. Wenn das Ding runterfällt, dann ist ja Hyrule komplett im Arsch. Das Ding ist direkt... Also wenn das da runterfällt, dann ist das ganze Markgebiet Hochland einfach weg. Wenigstens haben wir hier geringe Schwerkraft.
Aber trotzdem frage ich mich gerade, wo ist hier ein Schrein? Der muss ja, wenn, dann da drin sein, aber wo geht's hier hinein? Gibt es irgendwo einen Eingang? Ah, okay. Oh mein Gott, was zur Hölle ist hier drin los? Ach du Scheiße, aber Leute, was haben wir hier gerade gefunden? Was ist das? Die Sternblickinsel. Holy shit. What's going on here? What the fuck? Was ist das denn hier? Ach du Scheiße. Das hier alles. Okay, hier ist Licht. Ja, das müssen wir irgendwie da. Das müsste da irgendwie hoch, aber wie? Interessant. Das könnte hier sehr komplex werden, das Ganze. Okay, warte mal, wir müssen da irgendwie. Ach so, I see. Okay, lass mal drehen. So. Das erinnert jetzt gerade echt ein bisschen an den Donnertempel. Da mussten wir auch so Spielrätsel machen. Und so ein Licht umlenken. So, warte mal, das muss da hinten hin. Na, noch ein Stück, noch ein Stück. Bisschen noch, bisschen. Jawohl. Sehr schön. Das finde ich jetzt aber irgendwie richtig geil gemacht. So, wir machen eh nicht mehr lange. Ich glaube, nach dem Schrein machen wir für heute mal Schluss. Für die Stream-Session. So, warte mal. Jetzt muss das noch irgendwie auf den Spiegel hier. Halt, das war zu weit. So, der macht das da oben hin. Das ist aber Quatsch. Ich glaube, jetzt müssen wir es einfach nur noch mehr da oben dran um den Lichtstrahl. Dann. Oh, verdammt, was? Nein! Was? Was ist jetzt kaputt gegangen? Was? Wieso? Nein, 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 nein. Was, warum? Was ist denn jetzt kaputt? Was habe ich denn jetzt kaputt gemacht? Wieso ist jetzt das ganze Licht aus? Wieso? Ey, dieses dumme Spiel manchmal, was habe ich denn jetzt kaputt gemacht? Ich wollte das doch gerade noch drehen. Ach, ist das, weil das die Hauptplattform ist oder was? Aber das müssen wir doch so machen. Ah, oh mein Gott. Oh, ich dachte, ich muss jetzt alles von vorne machen, ey. Ach du Scheiße. Boah, das ist also jetzt war ich gerade so verwirrt. Ja, auf einmal war es einfach weg. So. Okay. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, endlich, Leute. Da ist der Schrein. Oh mein Gott. Jetzt für einen Moment war ich total verwirrt, weil das war einfach alles weg. Das ganze Licht war weg. So. Der Maya Skiara Schrein. We
finally did it. Ey, seid es auch praktisch, jetzt können wir uns immer hier hin porten. Das ist jetzt auch ein Warp-Point. Das heißt, jetzt können wir uns immer hier hin teleportieren und dann von da aus die anderen Inseln ansteuern. Das ist sicher praktisch. So, das ist raus. Sehen, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Haben es endlich. Was ist das? Ein Sternlangstab. Langer Stab mit etwas magischer Kraft. Nur, dass das ein Zauber damit. Okay. Meinetwegen. So. Wisst ihr, was wir jetzt noch schnell machen zum Abschluss? Wir holen uns die letzten 4 Herzcontainer am Stück. Das haben wir nämlich 16 Segenslichter. Das heißt, die letzten 4 Herzcontainer gehören endlich uns. Der Rest ist dann nur noch Ausdauer. Endlich, ey. Endlich, endlich, endlich. 144 Schreine. Bald haben wir es geschafft. So, jetzt ist noch so eine Sache. Hier drüben? Wie kommen wir denn da noch dran? Da muss ja auch noch irgendwie Licht hin. Na, da ist wahrscheinlich auch nur eine... Ja, da ist eine Schatztruhe, aber wie kriege ich die denn jetzt? Wahrscheinlich von da oben? Aber das kann ich ja gar nicht drehen, hä? Wie soll ich denn das machen? Au! Wie zur Hölle macht man das denn jetzt? Wie bekomme ich denn Licht an das Ding da dran? Ich würde halt gerne wissen, was in der, zum Schluss ist da irgendein Kleidungsstück drin in der Truhe, dann möchte ich das schon gerne haben. Ja. I hate this game. Wie zur Hölle macht man das denn jetzt? Mann! Welcher Hurensohn hat hier wieder so eine Scheiße hingebaut? Ah. Wie bekomme ich hier Licht hin? Das da oben kann ich nicht drehen. Das geht nicht. Was ist denn das jetzt wieder für ein Kack? Verdammte Scheiße, Alter. Mist! Mist, Mist, Mist! Alles Mist! Wie macht man das? Kriegt man diese scheiß Kiste jetzt? Mann, ich wollte doch Schluss machen! Warum ist jetzt hier noch so eine scheiß Truhe? Ich will wissen, was da drin ist. Also wie zur Hölle? Das muss ja auch irgendwie mit den Spiegeln gehen, indem man die einfach dreht.
Das müsste eigentlich von hier oben reflektiert werden, aber das Ding kann ich ja nicht drehen. Das muss ja da drauf. Das muss ja jetzt hier hin. Geht sich das aus? Warte mal, wait. Geht sich das aus? Oh, Moment. Ich glaube, ich hab's. Leute, ich hab's. Er hat's. Oh mein Gott, er hat's. Er hat's einfach doch noch geschafft. So, und jetzt ist hier wahrscheinlich wieder der größte Dreck drin. Ist das hier wahrscheinlich trotzdem der größte Blödsinn, oder? Ah ne, es ist ein Wille der Weisen, oder? Das nehme ich. Okay, das kann ich akzeptieren. Hat sich jetzt wenigstens doch gelohnt. Holy shit, Alter. Die Sternblickinseln, das sind ja da und da auch nochmal zwei Schreine. Aber die holen wir uns dann beim nächsten Mal. Jetzt holen wir uns noch schnell unsere wohlverdienten 4 Herzcontainer, Leute. Die letzten 4 Herzcontainer. Endlich haben wir alle Herzen. Maximale Energie. Herz. Alter. Das anstrengend. Das anstrengend, ey. Oh mein Gott. Dass ich das noch erleben darf. So, komm, das muss aber genau him. Warte, him. Das muss Twilight Princess Link machen. Du hast Herausforderungen bestanden und Segenslicht erhalten. Ich erbitte Herzen. Möchtest du ein zusätzlicher Herzcontainer? Ja! So sei es. Haben wir uns verdient? Haben wir uns einfach verdient. So, du scheinst noch weiter Segenslichter zu besitzen. Ich bitte wieder Herzen. So, rück rüber. Und nochmal. So, Leute, und ein allerletztes Mal. Dann gibt es nur noch Ausdauercontainer. Yes! Geil! Du strömst bereits über vor Lebenskraft. Es ist mir nicht möglich, dir weitere Herzcontainer zu gewähren. Bringe der Welt den Frieden zurück. Boah, Leute, wir haben es endlich geschafft. Wir haben maximale Energie. Ohne irgendwie Essen. Also, ohne Gelbe. Ich glaube, jetzt kann man gar keine gelben Herzen mehr bekommen durch Essen. Das kannst du, glaube ich, nicht noch weiter, ne? Aber endlich haben wir das mal geschafft. Das sieht so nice aus. Richtig satisfying, dass wir jetzt mal 40 Herzen in der Herzleiste haben, ist schon fein. Ist schon richtig fein. Und das heißt, der ganze Rest ist dann jetzt nur noch mehr Ausdauer. Gibt nur noch Ausdauercontainer. So, haben wir das endlich geschafft nach so langer Zeit. Bin ich froh. Maximale Herzen. Das ist doch auch schon mal was, ne? Die übrigen Schreine werden wir auch noch finden. Die werden wahrscheinlich jetzt wirklich alle im Himmel sein. Das hat jetzt mal wirklich lange gedauert. So.
Okay. Ja, und das machen wir beim nächsten Mal dann, ne? Majo ist Signum. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal, weil jetzt ist eh keine Zeit mehr. Außer, dass wir noch speichern. Zu viel Zeit muss sein. So, recht herzlich Dankeschön und bis bald. Dann schnappen wir uns die letzten Schreine. Und ich glaube, wenn wir das haben, dann müssen wir noch ein paar Quests abarbeiten. Aber alles zu seiner Zeit. Also, bis zum nächsten Mal bei Tears of the Kingdom. Hoffentlich ist es bald durchgestanden. Ciao.